Wir hören jetzt dieser Tage, dass die Pandemie praktisch schon fast vorbei sei, aber das ist nicht so. Wir haben nach wie vor täglich viel zu viele Infektionsfälle und zu viele Tote in Deutschland. Und wenn wir über Deutschlands Grenzen hinwegblicken, dann sieht es natürlich noch viel prekärer aus. Ein Großteil der Welt hat keine Perspektive, auf absehbare Zeit aus dieser Pandemie rauszukommen. Und das ist etwas, was wir heute besonders thematisieren wollen. Und wir wollen jetzt aber einsteigen, damit erstmal die Kampagne Zero Covid vorzustellen. Und dazu habe ich ein paar Fragen, die ich an Jürgen stellen werde. Er ist auch in unserer Initiative. Und Jürgen, erzähl uns jetzt doch bitte erstmal, wer diese Initiative Zero Covid eigentlich ist. Ja, schönen guten Tag, liebe Stuttgarterinnen und Stuttgarter. Zero Covid ist eine Kampagne, die in ganz Deutschland aktiv ist, aber auch in anderen europäischen Ländern. In Österreich gab es Demonstrationen, in der Schweiz Aktivitäten. Und im Januar wurde eine Petition gestartet, Zero Covid, wo über 100.000 Menschen dafür, für dieses Projekt unterschrieben haben. Dort sind Leute aktiv, die in verschiedenen Parteien, vor allem auch linke Parteien aktiv sind, Gewerkschafter, Leute, Frauen aus der Frauenbewegung und Kulturschaffende verschiedenster Art. Was sind denn die Hauptziele? Wofür steht Zero Covid eigentlich? Zero Covid heißt Zero, ich denke, Englisch können wir alle, Null. Das heißt, die Strategie baut darauf auf, dass wir gegen Null, die Corona-Zahlen gegen Null drücken wollen als einzigen Ausweg aus dieser Pandemiesituation. Jetzt sind wir ja eine linke Kampagne und in der Linken gibt es Stimmen, die sagen, Zero Covid sei eine kapitalhörige Kampagne oder diese Stimmen gab es. Was würdest du darauf antworten? Die Frage hatten wir nicht abgesprochen. Nein, aber sie ist vollkommen berechtigt und die Kampagne richtet sich eigentlich sehr frontal gegen die in Europa herrschende Regierungspolitik, die aufs Engste mit den Konzernen, mit dem Kapital verflochten ist. Die ganze Corona-Politik, die wir seit einem Jahr erleben, du hast vorhin schon gesagt, heißt flatten the curve, nicht Corona bekämpfen, beseitigen, sondern auf einem Niveau halten, wo man es halbwegs beherrschen kann, aber trotzdem hunderttausende Menschen krank werden. Und zwar vor allem deswegen, weil die großen Betriebe, die großen Konzerne offen gelassen werden. Gerade habe ich mich hier mit einem Kollegen unterhalten, der sagt bei ihm, Leiharbeitsbetrieb, alle Leiharbeiter im Dezember haben sich angesteckt. Und so haben wir auch Inzidenzien in den großen Konzernen hier in der Region von über 200. Und unsere Kampagne richtet sich gerade dagegen, dass die Konzerne permanent ausgespart werden und wir einen konsequenten Lockdown auch der Betriebsproduktion brauchen. Das richtet sich eindeutig gegen diese ganze Kapitalzirkulation. Also die Fallzahlen sind ja jetzt langsam am Fallen, scheinbar aktuell. Wir haben nach wie vor aber sehr hohe Fallzahlen, ganz besonders in Stuttgart. Wir sind bei deutlich über 200 noch, deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Jetzt heißt es auch immer, es ist eigentlich schon viel zu spät für diese Niedrig-Inzidenz-Strategie, weil die Krankheit einfach schon überall verbreitet ist. Was würdest du darauf sagen? Zum einen sieht man doch derzeit eine ganz deutliche Propaganda auch in den Medien und auch bei der Politik. Es wird so getan, als müsste man nur noch nach Öffnungen, nach der Zukunft schauen, wenn dann irgendwann mal vielleicht, ich meine, das Impfdesaster ist das nächste Thema, aber wenn dann alle geimpft sind. Fakt ist, dass wir derzeit die höchsten Inzidenzzahlen überhaupt in dieser Pandemie haben. Sie sind jetzt vielleicht die letzten zwei Wochen um 3% oder sowas gesunken, aber insgesamt haben wir die höchsten und die Politik beschäftigt sich nicht damit, wie man dieses krankmachende Problem löst, sondern nur, wie man möglichst schnell wieder öffnet. Warum? Natürlich um Geld und so weiter und so fort. Der andere Punkt ist aber, wir sind natürlich auch für das Impfen, das Freigeben der Patente,
auf Impfstoffe. Aber man braucht, jetzt habe ich den Faden verloren, man braucht, wenn geimpft wird, parallel aber auch niedrige Inzidenzwerte. Weil wenn es hohe Inzidenzwerte gibt oder mittlere Inzidenzwerte und gleichzeitig eine relativ große Zahl in der Bevölkerung, die geimpft ist, dann ist die Gefahr am höchsten, dass Mutationen entstehen oder dass Kreuzungen entstehen. Das Virus, ich meine, hat kein eigenes Bewusstsein, aber merkt, mit dem bisherigen funktioniert es nicht. Es sind die Leute immun, es sucht Auswege, es gibt diese Mutationen. Und solange so viele Leute noch krank sind, ist die Gefahr von Mutationen viel höher. Und damit auch die Gefahr, dass eben nächstes Jahr und so weiter und so fort wir immer mit neuen Mutationen zu kämpfen haben und das gar nicht aufhört. Ja, vielen Dank erstmal hierfür für die Antworten. Also, die Kampagne heißt Zero Covid, aber uns geht es nicht einfach darum, einen möglichst harten oder möglichst strengen Lockdown durchzusetzen. Die Regierung hat uns jetzt Ausgangssperren auferlegt, das Privatleben ist massiv eingeschränkt, aber das sind die Maßnahmen, die nicht die entscheidende Wirkung gebracht haben, sondern was notwendig ist, ist ein Lockdown, der die Betriebe mit einbezieht. Die Leute stecken sich an, wenn sie zur Arbeit fahren und in ihren Büros sitzen, wenn sie in der Werkshalle stehen. Und dieser Bereich wurde überhaupt nicht eingeschränkt, sondern es bleibt den Unternehmen selbst überlassen, was sie da tun. Das ist der wichtigste Punkt unserer Kampagne. Deswegen treten wir ein für 3 Wochen bezahlte Pause. Das bedeutet bei voller Lohnfortzahlung, niemand darf zurückgelassen werden und das Kapital soll für diese Pause bezahlen.